So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute geht's um Sniper Ghost Warrior 3. Und ob sich das Spiel lohnt oder nicht, das erfahrt ihr in diesem Video. Starten wir erstmal mit der Story. Wir haben John North, einen Elite-Sniper, würde ich mal sagen. Und der ist in Georgien stationiert, beziehungsweise kommt nach Georgien und soll dort Separatistengruppen aufhalten. Allerdings ist er auch noch auf der Suche nach seinem Bruder, denn der ist bei der letzten Mission verschwunden. Und wie alles darauf hindeutet, ist er in Georgien. Ja, die Story ist eher oberflächlich, nicht wirklich tiefgehend und da sage ich gleich noch mal ein bisschen was zu. Auf jeden Fall haben wir eine große Karte eingeteilt in drei große Open-World-Gebiete. Wenn man zwischen denen hin und her reisen möchte, das dauert immer ein bisschen. Allerdings, zwei Gebiete sind relativ ähnlich. Das sind so Waldgebiete mit Hügeln und Wasser und eins ist halt Schnee mit Bergen. Die sehen alle relativ schön aus, allerdings zur Grafik sage ich gleich noch einmal was, denn auf jeder Karte haben wir verschiedene Unterschlupf oder einen Unterschlupf auf jedem Kartenabschnitt. Allerdings haben wir auch viele Außenposten, Interessenpunkten und Schnellreisepunkte auf der Karte. Und im Unterschlupf gibt es halt nur die Möglichkeiten zu schlafen, Waffen und Ausrüstung zu craften, zu aufzufüllen und zu kaufen und halt Missionen zu starten. Die Story ist an sich in vier Akte unterteilt. Wir haben über 20 Hauptmissionen, die alle relativ abwechslungsreich sind und auch durchweg Spaß machen und auch funktionieren, was bei den Nebenmissionen nicht der Fall ist. Der Vorteil ist, du hast eine Open World, dementsprechend kannst du überall hinlaufen und es sozusagen erledigen, wie du gerade Bock hast. Allerdings muss man sagen, die Story ist wirklich nicht ein Kaufgrund, denn sie ist sehr oberflächlich, sie hat sehr klischeehafte Charaktere und ist einfach auch im Deutschen schrecklich synchronisiert worden. Und dementsprechend sind die Nebenmissionen nicht wirklich besser, da gibt es nämlich gar keine Zwischensequenzen. Allerdings sind bei den Hauptmissionen halt das Missionsdesign ist wesentlich besser. Bei den Nebenmissionen ist es eher so, geh da hin, befreie den Außenposten und hol mir irgendwas. Das ist so im Grunde das Einzige. Mehr ist da nicht. Oder befreie die Geiseln, mach dies, mach das. Also einfach nur so ein bisschen was extra zu diesen Interessepunkten. Jetzt komme ich zu den Waffen und da hat Sniper Ghost Warrior 3 wirklich eine extrem große Vielfalt. Also wir haben extrem viele unterschiedliche Sniper-Gewehre, die alle unterschiedliche Werte haben. Also das eine macht mehr Schaden, das andere hat mehr Stabilität beim Schießen, einen größeren, kleineren Rückstoß. Und alle Waffen sind auch erweiterbar durch Ausrüstungsgegenstände. Sei es ein Schalldämpfer, nicht bei allen Waffen, aber alle Waffen haben verschiedene Scopes. Also dass du entweder, du kannst bis zum 32-fach Zoom draufhauen, aber du kannst auch mit einem 6-fach Zoom, glaube ich, ist das kleinste, oder halt auch einem Iron Sight kannst du draufpacken, wie man es halt gerade möchte. Aber es gibt auch ein Zweibein, das nicht ganz so gut funktioniert, weil es will sich immer nicht wirklich aufstellen, wenn du am Boden liegst. Und manchmal stellt sich es auf, obwohl du gar nicht möchtest, dass es sich aufstellt. Aber es gibt auch Tarnung, die allerdings optional ist. Und das Ganze muss man sich mit Geld kaufen, die man für erledigte Missionen bekommt. Aber man hat eigentlich immer genug Geld. Also ich hatte keine Situation, wo ich zu wenig Geld hatte. Am Anfang vielleicht macht man 2, 3 Missionen, dann hat man das sofort alles drin. Und es gibt auch verschiedene Arten von Munition, also die normale Munition, es gibt panzerbrechende Munition, es gibt Munition gegen Fahrzeuge, gegen Elektroteile, die dann so Elektroschocks verteilen. Es gibt Munition, die Leute markiert, die Leute ablenkt. Ganz viel, verschiedenes Zeug, ist allerdings vieles echt unnötig und braucht man halt aber auch nicht. Es gibt 3 Arten der Heilung, so ein EpiPen oder so ein Adrenalin-Pen. Dann gibt es ein Medikit und Tabletten. Und manchmal ist es ganz unterschiedlich, wie die wirken. Manchmal macht so ein Pen nur die Hälfte vom Leben wieder. Manchmal macht er die ganze
das Ganze, den ganzen Lebensbalken, also es ist immer unterschiedlich. Und bei den Waffen ist noch wichtig zu sagen, der Schalldämpfer braucht sich auf. Also wenn man eine Mission gemacht hat, ist der Schalldämpfer meistens beim Scharfschützengewehr fast komplett unten. Wenn man die anderen Seitenwaffen wie Pistolen oder Maschinengewehre, wo es auch echt eine große Auswahl gibt, die auch alle ausrüstbar sind mit Scopes oder Schalldämpfer, da ist der meistens sofort aufgebraucht. Also da ist total, du schießt ein bisschen und zack ist der weg. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Es ist manchmal ein bisschen nervig, weil es halt wirklich zu schnell geht. Aber man muss sich halt darauf einstellen, dass man immer wieder per Schnellreise zur Basis zurückkehrt. Dann haben wir noch die Drohne. Die hat verschiedene Module, zum Beispiel eine größere Batterie, Nachtsicht, Infrarotsicht. Ist sehr praktisch und ich habe das leider viel zu spät entdeckt, aber es ist wirklich sehr nützlich, um Feinde zum Beispiel zu markieren. Dann haben wir drei große Punkte, nämlich die Skill Trees im Grunde oder die Skills, die man sich sozusagen ja verdienen kann. Und man kann die durch Punkte in den einzelnen Kategorien, wenn man was zum Beispiel in diesem Style macht, kann man sich dadurch Punkte verdienen. Und da haben wir einmal Sniper, Geist und Krieger. Und bei Sniper geht es halt alles, was um Scharfschütze geht. Bei Geist ist es Schleichen und bei Krieger ist es Rumballern. Und beim Snipen ist es, man kann halt durch diese verschiedenen Skills sich Sachen dazu, es sind wie Perks in Call of Duty, kann man ungefähr sagen. Also, dass man mehr Ausdauer hat, weniger Ressourcen braucht, wenn man was sich bauen möchte, sowas halt. Oder einen Lebensbalken mehr hat. Insgesamt aber nicht wirklich großer Unterschied merkbar. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt, nämlich zum Snipen. Und das muss ich sagen, macht riesen, mega viel Spaß. Also wirklich, das ist mit einer meiner Lieblings-Sniper-Games und es funktioniert einfach richtig, richtig gut. Je nach Schwierigkeitsgrad geht es so, dass man einen Feind markiert, sei es mit der Drohne oder auch wenn man das Perk hat, dass man durch Scope dann den markieren kann, dann hat der oben so ein Bubble. Das kann man aber auch ausstellen, wenn man in einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Dann muss man sich eine gute Position suchen und dann gezielt einen nach dem anderen ausschalten. Am Visier kann man verschiedene Sachen einstellen, wie Entfernung oder Zoom. Und es wird auch die Windrichtung angezeigt. Und wenn man den im normalen Modus spielt, im normalen Schwierigkeitsgrad, kann man auch sehen, wenn man die Luft anhält, wo der Schuss hingeht. Und das ist schon ganz praktisch. Und Kopfschüsse werden natürlich klassischerweise als Killcam angezeigt. Und das funktioniert alles sehr, sehr gut und macht eine Menge Spaß. Auch nach dem 10. Kopfschuss, ey, immer noch mega. Und vor allem auch, wie die unterschiedlichen Munitionsarten sich darauf auswirken, richtig cool gemacht. Also manchmal wird der halt, macht der Kopf bumm, manchmal macht er nur bumm. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Auf jeden Fall, weiter geht's mit dem Schleichen. Das funktioniert so semi-gut. Also manchmal erkennen die Feinde einen übelst schnell und du denkst einfach, wie hat der mich hören können? Ich laufe ganz langsam, leise gehockt hinter dem und der hört mich plötzlich. Und das geht halt mit den Sekundärwaffen relativ gut. Also mit der Pistole am besten, wenn du einen Schalldämpfer drauf hast, weil bei dem Maschinengewehr kann es halt sein, dass der Schalldämpfer zu schnell aufgebraucht ist und du plötzlich ohne Schalldämpfer Sachen rausschaust. Und ja, dann kommen wir zum Krieger und das funktioniert leider gar nicht so gut. Denn der Krieger hat, als Krieger heißt, wenn du im aktiven Kampf bist, also wenn du ballerst. Und das solltest du nicht machen, weil die Mechanik funktioniert nicht wirklich gut. Also du kannst nicht wirklich gut rumballern, ohne dass du schnell stirbst, weil du halt einfach echt nicht viel aushältst und die KI wirklich extrem stark ist und so relativ schnell weiß, wo du bist. Kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich die KI. Und da muss man sagen, eigentlich ist es ja ganz okay, weil sie läuft rum, macht mal hier, läuft ihren Weg lang. Das kannst du analysieren, wenn du die Fußspuren zum Beispiel hast und sagen, ah, okay, der läuft da lang und so kannst du die finden. Allerdings ist sie wirklich nicht die hellste. Also wenn sie sehr hell ist, dann ist es so, du schießt daneben und dann guckt sie sich um. Oh, was ist los jetzt? Und geht auf Suche. Wenn du mehrmals daneben schießt, dann wird sie alarmiert und weiß aber sofort, wo du bist. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie gut, vor allem, weil du halt mit Schalldämpfer schießt. Deswegen alles ein bisschen doof und
Zum Beispiel werden sie auch neugierig und suchen, wenn du die Drohne benutzt und sie sehen oder dich nur kurz sehen oder einen toten Feind finden. Allerdings, das Ganze geht auch noch extremer, wenn sie zum Beispiel die Drohne komplett abschießen, sind sie auch alarmiert, genauso wie wenn sie mehrere tote Feinde finden. Allerdings, ja, KI ist so ein schwieriges Thema und ich muss sagen, es gibt bessere KIs, allerdings ist die KI jetzt nicht so, dass ich sagen muss, es ist die schlimmste überhaupt. Sie backt halt manchmal nur ein bisschen rum, weil zum Beispiel, du hast eine ganze Basis gesäubert, irgendwo läuft noch ein Typ rum und du denkst einfach, ey, ich finde den nicht, weil der halt einfach nur in 3 Meter seinem Radius hin und her läuft und nichts tut, obwohl alle anderen da rumgeballert haben und abgeschossen, dann gehst du hin, ballerst laut rum ohne Schalldämpfer und die checken es einfach nicht und nö, hier ist nichts. Das ist so ein bisschen nervig, genauso wie wenn du, manchmal sehen sie dich aus 5 Metern Entfernung, manchmal aus 30 Metern Entfernung gefühlt und ja, das ist sehr unterschiedlich. Auch die Sniper sind sehr unterschiedlich, wie schnell sie dich entdecken, gegnerische Sniper und ja, nicht einwandfrei. Jetzt komme ich zur Grafik und zum Sound. Die Grafik ist auf dem PC, was ich gesehen habe, richtig mega. Sieht gut aus, ist die CryEngine. Auf der Konsole ist es okay. Also bei Tag sieht das Spiel wirklich sehr, sehr hübsch aus. Es macht Spaß, in dieser Welt rumzulaufen. Es ist eine sehr hübsche Welt. Die Waffen sehen unfassbar detailliert aus. Richtig nice. Allerdings gibt es immer wieder mal Bugs, dass zum Beispiel die Grafik hängt und nur teilweise Texturen geladen werden oder ja, die Weitsicht variiert, dass du manchmal mit dem Scope siehst du in die Richtung den Gegner und manchmal siehst du ihn nicht. Das ist, obwohl es dieselbe Entfernung ist, das ist so ein bisschen doof gelöst. Vor allem, weil ich es mit der Drohne zum Beispiel vorher die Gegner schon markiert habe. Der Sound ist gut, allerdings nicht überragend. Was so ein bisschen komisch ist, dass wenn du einen Kopfschuss machst mit Schalldämpfer, kommt trotzdem der laute Sound, weil die Killcam dann ist, dann macht man trotzdem BOOM und fliegt dann in den Typen rein und teilweise ist die Synchronisation ist wirklich nicht gut und die KI hat auch nervige Aussetzer, was ihre Aussagen angeht, so dass sie immer wieder so schreien, so nach dem Motto. Das ist ein bisschen nervig und allgemeine Probleme hat das Spiel leider einige, die aber in der Sniper Ghost Warrior Reihe schon bekannt sind. Also die ersten Spiele, die ersten 2 Spiele waren auch nicht so wirklich heftig gut, sondern haben auch einige Probleme gehabt. Und da fangen wir mal an. Wir haben lange Ladezeiten. Allerdings relativiert sich das wieder, denn du hast lange Ladezeiten, wenn du von Area zu Area gehst, also von diesen großen 3. Innerhalb dieser einzelnen Area, wenn du einen Schnellreisepunkt nutzt oder wenn du stirbst und respawnst, das funktioniert alles richtig schnell. Innerhalb von, ja, sag mal, 5 Sekunden ist alles da. Und das ist super, finde ich gut. Allerdings musst du 2 bis 3 Minuten warten, wenn du in ein anderes Areal gehst oder das Spiel komplett neu starten musst. Also, dass die Welt geladen wird, dauert zwischen 3 und 4 Minuten ungefähr. Dann ein weiteres Ding ist, wenn du respawnst, gibt es ein gravierendes Problem, was mich so übelst annervt. Denn immer wenn du respawnst oder in ein anderes Gebiet reist, hast du, wenn du spawnst, immer 0 Uhr mitten in der Nacht. Und das ist übelst nervig, denn das Spiel sieht bei Tag um einiges schöner aus. Und zum anderen ist es so, dass ja, nachts das Snipen einfach wesentlich weniger Spaß macht als bei Tag. Klar, es ist einfacher, weil die Weitsicht der Gegner nicht so groß ist. Trotzdem ist es bei Tag schöner und dann musst du immer zurück in die Basis, in den Unterschlupf gehen und dort dann ja, ins Bett schlafen, damit es dann weitergeht. Das ist so ein Ding, das sollte sofort gefixt werden, weil es ist richtig, richtig nervig. Dann noch so ein Ding, dass du die Fahrzeuge leider nur am Unterschlupf nutzen kannst oder an den Schnellreisepunkten. Alle anderen Fahrzeuge sind verschlossen und du kannst nicht mit ihnen fahren. Durch ein Update soll jetzt demnächst auch noch ein Geländewagen dazukommen. Allerdings mal gucken, wann dieses Update kommt. Und der Laserpointer funktioniert nicht immer einwandfrei. Der geht manchmal durch Objekte durch, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber trotzdem funktioniert er gut. Wenn er auch was drauf ist und du schießt, dann geht die Kugel auch wirklich hin. Das ist sehr, sehr schön. Zum Beispiel bei einer Pistole, wenn du schleichst, ist das wesentlich angenehmer. Dann muss man sagen, bei der Grafik gibt es immer wieder mal so ein paar kleine Sachen, denn du schießt, machst einen Headshot und dieser Typ ist zum Beispiel gebeugt gerade und dann steht er auf und zack,
ist die Kugel durch und die stehen immer auf, egal in welcher Position sie gerade sind. Du hast einen Sniper, der liegt am Boden oder auf dem Häuserdach, sniped drunter und steht plötzlich auf und kriegt eine Kugel durch. Und das ist einfach blöd. Wenn, dann macht keine Killcam, wenn ihr es nicht zeigen könnt. Oder so, dass es richtig gut funktioniert. Der Sound beim Respawn ist manchmal ein bisschen doof, weil du bist vorher verletzt gewesen, respawnst und plötzlich ist immer noch dieses Herzschlag da, obwohl du schon, sei es ein Medikit genommen hast, sei es komplett gespawnt bist und mit vollem Leben gespawnt bist, ist ein bisschen doof. Und diese Hänger kriegt man meistens nur durch einen kompletten Neustart des Spiels hin. Und dann komme ich jetzt zu allgemeinen Hängern, die das Spiel hat, nämlich manchmal geht einfach die Mission nicht weiter. Du spielst eine Mission, alle Gegner sind tot, aber dann sagt die KI, nee, da sind noch Gegner. Ich will da jetzt nicht mit dir mitlaufen, zum Beispiel bei Geiseln. Oder, nee, der Außenposten ist nicht gereinigt, obwohl du alle Gegner in diesem Raum getötet hast. Und manchmal kommt ein Aufzug nicht und du denkst einfach so, warum? Also das ist echt nervig und da kann es halt wirklich, ich hatte sehr viele Neustarts von Missionen, damit ich wirklich weiterspielen konnte, hauptsächlich natürlich bei den Nebenmissionen oder den meistgesuchten. Also das ist noch so eine Nebenaktivität, dass du meistgesuchte hast, die du töten musst. Und ja, deswegen komme ich jetzt zu meinem Fazit. Das Snipen macht unglaublich viel Spaß, ist wirklich mit das beste Sniping-Game aktuell überhaupt, muss ich sagen. Technik hat rundum halt einige Probleme. Die Spielwelt ist sehr leblos und teilweise langweilig, teilweise zu groß und es gibt zu wenig Fortbewegungsmöglichkeiten. Die Interessenpunkte sind ganz nett, allerdings nur für sehr sammelaffine. Außenposten befreien lohnt sich nicht, weil manchmal gehst du in Hauptmissionen oder Nebenmissionen dorthin und dann befreist du den eh. Allerdings spawnen die nach 1 bis 2 Stunden schon wieder. Also sind plötzlich wieder Gegner da und deswegen, das ist so gar nicht hilfreich. Bei Interessenpunkten ist das nicht so, aber bei Außenposten, die befreien, lohnt sich wirklich nicht. Dann Story und Charaktere ist wirklich nur sehr durchschnittlich. Nebenmissionen sind langweilig und teilweise überflüssig und die Grafik, Sound ist so lala. Framerate ist bei mir nur ein einziges Mal eingebrochen, sonst läuft das relativ stabil auf der Xbox One. Und ich hatte halt wirklich fast bei jeder Session nach 2 bis 3 Stunden Spielzeit einen Absturz. Insgesamt snipert ihr mit 10 bis 12 Stunden so die Hauptmissionen durch. Macht eine Menge Spaß, Schleichen ist so lala, Rumballern funktioniert gar nicht gut, sollte man auch in dem Spiel nicht machen. Klar, man kann es machen, aber du hast entweder zu wenig Munition oder es funktioniert einfach nicht so gut. Dementsprechend snipert lieber rum, das funktioniert wesentlich besser. Auf den oberen Schwierigkeitsgraden gibt es einiges an Herausforderungen noch und dementsprechend kann ich das auch nur allen empfehlen, die ein bisschen mehr Herausforderungen haben wollen. Und an sich ist es eben halt auch kein Vollpreisspiel, denn es ist so, das Spiel kostet zwischen 60 und 70 Euro und ihr bekommt dafür das Spiel plus den Season Pass schon inklusive. Die Season Pass Edition ist das. Und da bekommt ihr dann noch 2 Einzelspielermissionen, den Multiplayer-Modus, einen Geländewagen und neue Waffen. Es wirkt einfach leider so, als wenn das Spiel nicht ganz fertig geworden wäre und sie noch ein bisschen mehr Zeit hätten investieren sollen. Ich kann nur sagen, jeder, der einer der Vorgänger gespielt hat und dem das Snipen Spaß gemacht hat, wird definitiv auch hier Spaß machen, weil das Snipen ist unglaublich befriedigend. Dieses Gefühl, wenn du halt einen Headshot nach dem anderen setzt und das funktioniert auch wirklich gut, das Snipen. Es hat einige technische Probleme, deswegen vielleicht noch ein bisschen abwarten, aber dann wird es auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel oder es ist jetzt schon ein cooles Spiel. Es ist halt nur gerade ein bisschen buggy. Aber sonst ist das Spiel wirklich eine Empfehlung von mir, was die Spielmechanik angeht. Also das Snipen wird in keinem anderen Spiel aktuell besser gemacht und dafür hat das Spiel definitiv ein Lob oder auch eine Chance verdient. Das war's soweit mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat meine Kritik oder meine Meinung zum Spiel gefallen. Wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt, schreibt unten in die Kommentare Snipern for the best und ja, es macht Spaß, das Spiel, und dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schaut auch auf dem Kanal vorbei, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!